Ein neuer Tag im Garten. Ich hoffe, heute ist es der letzte Tag mit dem Klo. Zumindest was die Einrichtung angeht. Das Klo ist ja dafür gedacht, eigentlich da öfter mal drauf zu gehen. Dann fange ich jetzt mal an. Also, beziehungsweise ich fange mit den Details jetzt erstmal an. Die Kleinigkeiten und dann ganz zum Schluss kommt der Boden da rein, weil wenn ich da jetzt noch drauf arbeite, dann will ich nicht, dass der Boden noch extra belastet wird. Erst wenn alles fertig ist, kommt der Boden. Fängt jetzt schon an zu knarzen, ey. Genau deswegen langsam und ohne Druck. Scheiße. Genau deswegen langsam und ohne Druck. Mann. Ich glaube, ich krieg das nicht mehr hin. Okay, ein Loch hat funktioniert. Das hat keiner gesehen. Eine Schraube zu wenig. Eine.
So, ich mache ja gerade die Feinheiten. Man sieht ja schon, ist schon einiges da. Hallo. Wir haben alles dabei, was da sein muss. Eddings, Desinfektion, Zahnputzbecher und ein Rollenhalter ohne Rollen. Kommt gleich noch. Ja, wir haben uns gedacht, weil wir diese braunen Flecken, die aussehen wie mit dem Feuerzeug gezündelt, nicht wegbekommen, ohne diesen riesen Aufwand zu betreiben, das wirklich alles wegzukriegen. Da hätten wir jetzt hier richtig verputzen müssen. Das, was ich gemacht habe, hat nicht gereicht. Ja, ist halt alles Anfängermethode. So wie das jetzt hier ist, ist der Raum schön. Also für sich. Ich finde es mega geil hier drin. Es ist so geworden, wie ich mir das fast vorgestellt habe. Es ist mehr oder weniger zum Teil besser geworden. Also die Decke hätte ich nicht gedacht, dass die so weiß wird mit nur einem einzigen Anstrich. Aber ansonsten ist alles super. Ja, und wir dachten uns, wir sind alle schon mal auf ein Klo gegangen und überall waren diese Schmierereien dran. Und wir machen das jetzt einfach so. Jeder, der hier hinkommt, der darf sich ausleben. Und weil man im Schrebergarten selten ein Edding dabei hat, dachten wir, komm, Becher, Eddings, losmalen. Ich mach das Erste. Meine Standardzeichnung. Jetzt darf sie nicht misslingen. Na? Wie soll er heißen? So, Stift wieder zu. Rein da. Leute, wer hier zu Gast ist, alles kreative Fläche für euch. Wow. So, ich gehe jetzt auf Nummer sicher und mache hier trotzdem einen Eichenstreu rein, bevor ich den Müllbeutel da rein mache. So, und wer sein Geschäft gemacht hat, geht hin. Schöne Kelle. So, noch eine Kelle. Noch eine Kelle. So, alles abgedeckt. Wenn da jetzt was reinläuft, dann sind wir auf der sicheren Seite. So, so, das ist jetzt das eigentlich das Prinzip. Aufmachen. So, ordentlich Zeug da rein. So, dann macht man sein Geschäft da rein. Und dann macht man eine Kelle. Wieder einstreuen da drauf. So, jetzt müssen wir erstmal grob gucken, wie das da so seinen Platz hat. Wir müssen jetzt gleich den Aufsatz wieder da reinsetzen. Und der Tank steht nicht ganz richtig. So. Und hier kann man sogar an der Wand gelind kacken. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Ja, sehen wir mal. Wird auf jeden Fall eine spannende Expedition. Keine Ahnung, aber ich mache jetzt noch den Boden hier rein. We'll be right back.
Es ist vollbracht. Das Klo ist fertig, benutzbar, eingerichtet, mit allem, was man braucht. Neuer Boden. Und jetzt darf man sich hier drin austoben, im wahrsten Sinne des Wortes, auf zwei Arten. Der Kopf darf rauslassen, was er will. Und das andere Ende darf auch leer oder entleert werden, wie auch immer. Ja. Hier folgt demnächst noch ein Waschbecken. Das kommt allerdings erst, wenn die IBC-Tanks angeschlossen werden. Ich will aber noch nicht zu viel verraten. So, gucken wir mal. Ach, ist das schön. Das ist locker anderthalb Quadratmeter hier drin. Geht jetzt nicht hoch, aber man sieht jetzt hier, da ist das Einstreu drin. Da geht das Feste rein, da geht das Flüssige rein. Ja, man hat auf jeden Fall ordentlich Platz hier. Das Einzige, was jetzt noch gemacht wird, ist hier die Lampe, die kommt jetzt noch anständig an die Decke und ein Schalter, damit man hier drin das Licht separat einschalten kann. So, das hier ist der. So, ist zu. So ist wieder auf. Und der Türschließer funktioniert auch. Und damit ist das Projekt fertig. Boah, ich bin begeistert. Das war jetzt aber auch viel Arbeit. Und ja, was bleibt noch zu sagen? Jetzt mache ich erstmal Pause. Wenn euch das alles gefallen hat, würde ich mich freuen, dass wenn ihr einen Daumen rauf gebt und vielleicht auch noch ein Abo da lasst, wäre auch super. Ja, ansonsten bleibt nichts zu sagen und das nächste große Projekt werden die angekündigten IBC-Tanks sein. Bis dahin werden so Kleinigkeiten gemacht wie aufräumen, putzen, aufräumen, aufräumen und Toilette benutzen. Bis nächstes Mal. Tschüss.